Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ja, schon ein bisschen länger her, wa? Wird mal langsam Zeit, dass ich ein bisschen hier was auf den Tisch lege. Hat lang genug gedauert. Wie fange ich am besten an? Vielleicht mit etwas Positivem. Hey, wir sind umgezogen. Wir sind in der neuen Location. Ihr seht, das sind ungefähr die Sachen, die doch ja, die letzten Male in den Schrank standen. Minus die Displays und die Tints, die wir noch im Hintergrund hatten. Die sind hier noch gegenüber. Die möchte ich an der Wand befestigen. Momentan aber noch die Idee, wie ich es befestigen möchte, ist bisher noch nicht umgesetzt. Das wird sich innerhalb der nächsten Tage ergeben. Wenn ich rausgefunden habe, ob Baumärkte entsprechende Kram liefern können oder nicht, ist ein bisschen schwierig. Daher momentan das Basic-Setup. Nicht viel oder sieht nicht nach viel aus, wenn das halt nicht mehr so vollgeladen ist mit anderen Displays, aber immerhin etwas, was wir im Hintergrund haben. Ist natürlich wieder nur temporär mit Übergang. Besser noch als bei unserem letzten Umzug, wo einfach nichts dabei war. Ja. Videos sind ja so, einmal die Woche, ne? Das ist klassisch 2013 Random Brain, ne? ja, das war das Maximum, was ich machen konnte. Also, ich hätte noch weniger machen können eigentlich. Also, noch weniger Videos, aber das Opening wollte ich auf jeden Fall saven. Ich habe seit 2013 nicht irgendwie 4 Wochen hintereinander nur ein Opening gemacht. Und sonst nichts. Weil, ja, der Umzug. Da kann ich euch ein bisschen was mal erzählen. Das war eine Menge. In der letzten Jahres sind so einige Sachen bei mir im persönlichen Umfeld noch so passiert, die den Umzug noch schwieriger gestaltet hatten, als ursprünglich geplant war. Und ja, deswegen, wir haben ja Mitte Dezember quasi die Schotten dicht gemacht für neuen Content. Und haben dann noch die Reste verarbeitet, im Sinne von dem Turnierbericht für unsere YCS Mailand Experience und noch das Konami-Treffen, was ziemlich cool war. Natürlich, viele schreiben, keine richtigen Antworten, bla bla bla. Wir hatten 1,5 Stunden Gespräch danach gehabt, wo wir halt auch viel entspannter und viel cooler über Sachen reden konnten. Das ist der erste Step, erstmal rausfinden, Konami, was seid ihr so als Unternehmen, und dann nachher vielleicht dadurch die Türen offen zu kriegen, dass man nachher halt irgendwie mit Amerika vielleicht in Verbindung tritt oder mit Japan und dass man vielleicht dann irgendwann auch mal tatsächlich was bewegen kann. Deswegen war das dann ziemlich cool, auch wenn natürlich nicht instant alle Anfragen beantwortet sind. Das wäre auch zu einfach gewesen, so läuft das einfach nicht. Und das war eine schöne Gelegenheit. Umzug, genau. Ich bin 2 Wochen ausgezogen. Ich habe geplant mit ungefähr meine Arbeitswoche, die ich da bin. Und dann bin ich ausgezogen. Nein. Zwei Drittel davon war auch noch Auszug. Malen, malen, lackieren, malen, ausräumen, malen, lackieren, ausräumen, malen. Und dann war ich am 30. fertig. Eigentlich hatte ich geplant, am 23. fertig zu sein und nicht am 30. Okay. Ganze, quasi fast meinen ganzen Urlaub da rein investiert in den Auszug. Das Ding war halt, ich bin ausgezogen, sehr schön, bin hier aber noch nicht eingezogen. Das war dann die Sache für die letzten 2 Wochen. Und da ich nur noch, was waren das, 3 Urlaubstage hatte, konnte ich noch gerade so ein paar Sachen im Einzug machen und den Rest mache ich jetzt nebenbei, während ich arbeite. Ich habe jetzt einen längeren Arbeitsweg, weil ich ja jetzt nach Emsong gezogen bin und von dort ist halt ein bisschen nicht so hübsch mit den Verbindungen, aber immer noch sehr, sehr angenehm. Weswegen halt ich so schon eh weniger Zeit habe, jetzt einräumen muss die ganzen Sachen, ich muss bauen und aufstellen und alles mögliche. Und dann geht mir immer noch mehr Zeit weg und da bleibt nichts mehr für Videos übrig, vor allem weil ich noch nicht nur ich umgezogen bin, sondern meine Freundin, mein Unternehmen ist ja auch mit umgezogen, was das hier alles ja ist, das ist nochmal alles extra und viele andere Sachen, die ich halt mehr oder weniger alleine alle machen musste. Ja, und so kommt es dann, dass wir zu nicht viel kommen. Ne? Die Sache ist die, also die letzten vier Wochen fühle ich mich so, als wäre ich weder YouTuber noch Webdeveloper, sondern ich wäre einfach ein Bauarbeiter oder ein Heimwerker. Heimwerker ist besser, kein Bauarbeiter. Schraub, Bohr, Dübel rein, Schrauben rein, Sache befestigen, nochmal Regal hier, Regal da. Ich habe ein bisschen Content aufgenommen, von der alten Wohnung noch, komplett Roomtour und den ganzen Kram, das
kommt noch. Das wird ein cooles Video werden, sobald ich hier perfekt eingezogen bin und hier euch das auch schon mal vorstellen kann. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich noch fertig machen muss. Das dauert noch ein bisschen. Entschuldigt, ich versuche jetzt diese Woche so langsam, gemächlich ein bisschen was zu machen. Wir machen noch ein Donnerstags-Opening, damit wir mit diesem Kanal ob die 3 Videos mal in der Woche geschafft haben. Das wäre ja quasi das, was wir an Pensum in den letzten 3 Wochen gemacht haben. Und die nächste Woche schauen wir mal. Wir haben auch richtig Bock, mit Daniel und Sören was zu machen. Ich habe jetzt seit einem Monat auch nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun gehabt, weil ich einfach diesen ganzen Kram machen musste. Ich laufe auch von Amt zu Amt, Meldung, Ummeldung, Lucid hier, Gewerbe, Finanzamt da, Auto hier, Wohnung, Ummeldung, da abmelden, da anmelden. Deswegen sind wir an uns nichts gekommen. Ich will wieder mich damit beschäftigen. Ich hätte gerne noch das letzte Deck durchgehauen letztes Jahr in den Sonntagslokus. Das hat einfach nicht mehr zeitlich gepasst und ja, deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Nicht so knorke, ich versuche jetzt den Januar dazu zu nehmen, so ein bisschen so langsam wieder reinzukommen und dann Februar wieder ein bisschen mehr zu attackieren und dann Richtung März, April dann endlich mal das zu machen, worauf ich halt Bock habe, hier auf dem Kanal mit auch den Sachen, die ich machen will. Leuchtung finde ich hier schon ziemlich cool, also richtig viel Softboxen hier durch die Gegend hängen und es ist nichts überbeleuchtet. Das Kamerasetup, das wird nicht so bleiben, das steht jetzt auf meinem alten Stativ, was ich schon dauernd ersetzen wollte. Man kann jetzt ein bisschen hier hin und her laufen, also wenn man mal Bock hat. Jetzt werde ich nicht zu weit nach hinten laufen. Das wird sich noch ändern, weil ich will ein höheres Stativ haben. Ich will eigentlich wieder die ähnliche Ansicht, dass es so ein bisschen von oben auch wieder runter geht. Da brauche ich noch ein höheres Stativ, weil höher als das geht nicht mehr. Und das ist halt immer noch sehr low, das Kinnhöhe. Deswegen muss ich ein bisschen runter gucken. Das ist ein bisschen komische Perspektive, als ob ich auf euch herabschauen würde. Das ist eigentlich nicht so geplant. Also diese Woche 3 Videos, nächste Woche schauen wir mal, was wir da machen und ich möchte dann auch irgendwann im Laufe der nächsten Wochen halt auch Sonntagslokus wieder anstoßen. Ich will halt auch meinen Cardmarket-Account wieder zum Leben erwecken, aber halt mit den ganzen neuen Verordnungen, die dieses Jahr anstehen, muss ich noch ein bisschen Kram hier und da machen, bevor ich das machen kann, bevor Leute bei mir überhaupt einkaufen können. Ja. Ich glaube, das ist so das Wichtigste gewesen für alle Leute, die halt Weihnachten verpeilt haben, vielleicht jemandem ein Geschenk zu machen. Random Brain News 15 gilt immer noch bei Custom Playmat, mein Sponsor. Vielen Dank für euren Support. Dort könnt ihr halt immer meinen Code einlösen und euch günstig Matten zusammenstellen lassen oder zusammen einfach ausdrucken lassen, falls ihr welche braucht. Sehr cool, vor allem wenn man ganz viele sich plant, vielleicht für ein Team oder so, ist das sehr, sehr gut. Nutzt das auf jeden Fall, das bleibt auch weiterhin am Laufen. Und wie gesagt, Sponsoring mit Trader ist vorbei für dieses Jahr. Wir machen mit Konami weiter und ich mache es mehr oder weniger selbst, so wie früher. Ja, ich glaube, mehr habe ich nicht. Das waren so die wichtigen Sachen. Ich glaube, ich musste mal wieder ein Statement setzen im Sinne von, im Januar ist ja immer so ein bisschen, wo ich mich aufrege, aber diesmal ist das halt so eher, ich bin geschafft. Also ich habe keinen Urlaub gehabt. Ich habe nur die ganzen Urlaubstage durchgearbeitet und ich bin immer noch nicht fertig und ich arbeite halt immer noch. Nach der Arbeit mache ich hier halt immer noch weitere Sachen, aufbauen, schrauben, bohren. Die ganzen Softboxen werden auch noch anders platziert und so. Aber ich finde es schön, dass das Büro schon steht. Ein paar neue, coole Features hier drin sind und die möchte ich auch demnächst dann in Zukunft irgendwann mal ausprobieren, um zu gucken, was wir so Cooles hier machen können. Ich bin guter Dinge. Ich sag noch so 1 bis 2 Wochen, bis das hier alles steht, sodass wir ein schönes Layout haben für alles. Und dann hoffe ich, dass wir dann langsam reinsteigen können. Ja, ich habe auch wieder Bock, was zu machen, aber no time, scusi. Ich hoffe, euch hat dieser Kanal-Update gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Es tut mir leid für alle, die mehr Content hier sehen wollen würden. Ich würde auch gerne mehr machen. Momentan kann ich nicht mehr machen, aber schon das Beste, was ich machen kann. Das Internet habe ich mittlerweile geklärt, also sollten keine Videos mehr zu spät hochkommen. Das läuft jetzt so ein bisschen. Wir hatten die vergangenen Montags-Openings ein bisschen zu spät, das sollte nicht mehr passieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche oder so nochmal zum Kanal-Update, wo ich dann euch ein bisschen mit besseren News beglücken kann und ein bisschen mehr Spaß und vielleicht auch ein bisschen viel mehr Stuff hier hinten drin. Das sieht ja noch ein bisschen leer aus, das muss noch cooler aussehen. Seid bereit, da wird es ordentlich Tints und Displays demnächst geben. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Und bevor ich mich komplett verabschiede, wollte ich nochmal an meinem Patreon Stay nochmal ein großes Dankeschön übermitteln. Ja, ich weiß, wer das ist, müsst ihr mir nicht schreiben, das war halt, er war auch ein Thema gewesen bei unserem Meeting bei Konami, weil da ein Bekannter war von ihm, irgendwie ein Streamer, ich weiß. Vielen Dank für deinen Support für den Kanal.
very much appreciated, das hilft mir sehr. Und ich versuche weiter guten Content für euch zu liefern. Hier nochmal der persönliche Shoutout an ihn und an meinen weiteren Patreons für den Support des Channels. Das war's hier von mir. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und wir können uns dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin und tschüssi!